Kampfgeist, Durchhaltevermögen, Siegeswille. Dieses Mädchen weiß ganz genau, was es will. Hallo, ich bin Katharina und aufgeben ist nichts für mich. Schon gar nicht im Kunstturnen. Im Duell will sie in einer Minute mehr Flickflacks schaffen als ihr Gegner. Ich denke immer nur, wieso wird der nicht schlecht? Und so viel wie Katharina immer ist, ich habe Angst, dass sie sich übergibt. Für meine Gegner lohnt es sich eigentlich nicht, gegen mich anzutreten, aber wenn er meint, kann er es ja probieren. So, so, Katharina fürchtet keinen Gegner? Das kann sich ganz schnell ändern. Achtung, Überraschung! Guten Tag! Mein Name ist Klaus Apfel und ich bin heute euer Vertretungslehrer in Sport. Disziplin. Was gibt's da zu lachen? An meiner Autorität muss ich arbeiten und an Katharinas Einstellung. Wenn Turnen einfach wäre, würde es Fußball heißen? Stimmt. Ja. Nein. Das ist ja eine Unverschämtheit. Und womit fangen wir an? Liegestützen. Oh nein. Nix Liegestützen. Hampelmann, klappt. Klappmesser? Klappt nicht. Also bei mir. Und nach diesem Bocksprung, hallo, kein Applaus, habe ich keinen Bock mehr. Sportstunde ist vorbei. Die Fünfklässlerin, im Sport eine glatte Eins. Für ihre Familie keine Überraschung. Dazu gehören Mama Sandra, Bankkauffrau. Papa Werner, Betriebswirt. Schwester Emma, 13 Jahre alt. Und natürlich Turntalent Katharina. Die Katharina hat immer geübt, Handstand, Kopfstand, Rolle vorwärts. Und nachdem dann die Couch die erste verschlissen war, haben wir uns entschieden, das Kind muss ins Turnen. In ihrem Zimmer merke ich schnell, ein typisches Mädchen ist Katharina nicht. Die 10-Jährige mag schnelle Autos. Von welcher Farbe? Also außen grün, wenn, und innen schwarz. Das ist aber sehr speziell, also quasi so ein bisschen wie der. Ja, also aber halt Cabrio. Okay. Dafür aber auf gar keinen Fall Kleider. Was trägst du jetzt lieber? Jogginganzug oder halt so Jeans. Aha. Das heißt, wenn ich mal richtig schick mache, holst du einen schwarzen Jogginganzug raus. Schicke Klamotten mag ich auch nicht so wirklich und da habe ich auch keine Lust drauf. Ich finde Jungssachen einfach cooler. Ein Jogging ist für sie schick. Das ist nichts. Das ist nichts Negatives. Geht es aber um Handy und Freundinnen, da ist Katharina dann doch ganz Mädchen. Und wenn du jetzt das Handy mal 3 Stunden beim Training aus hast und es dann wieder anmachst, wie viele Nachrichten hast du dann? Gestern hatte ich es aus bis um 9 abends, dann hatte ich 244 Nachrichten. Wie geht's? Gut. Und dir? Ja. Auch gut. Mhm. Katharinas Begeisterung für schnelle Autos, das bringt mich auf eine Idee. Ein Seifenkistenrennen. Also, falls ich mitmachen kann, das muss doch irgendwie... Oh, ganz schön enge Kiste. Können wir los? Ja. Na, geht doch. Los! Also, ich meinte los. Ich brauch Anschub. Ja, los geht's. Einmal in Fahrt rollt's. Katharina gibt Vollgas und auch ich bin kaum noch aufzuhalten. Wie gesagt, kaum. Wo bleibst du denn, Kai? Ich komm ja schon. Zweiter werden ist doch auch... Aber da hast du mich ja schön abgezogen, doch. Toll. Glückwunsch. Danke. Zwei Athleten und eine Frage, wer gewinnt? Beim Flickflack bin ich die Nummer 1. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.